Wir haben heute mit vielen grünen Neumitgliedern den Niedersächsischen Landtag besucht. Hinter mir ist der Plenarsaal, genau der richtige Ort, um darüber zu sprechen, was die Rolle von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und Landespolitikerinnen und auch Landespolitikern hier im Land ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass immer mehr ehrenamtlich engagierte Politikerinnen und Politiker, Menschen, die sich in Vereinen engagieren, aber auch Mitglieder des Landtags und des Bundestages bedroht und angegriffen werden. Diese Einschüchterungsversuche, aber auch reale Gewalt und Bedrohung sind ein Angriff auf unsere Demokratie. Denn es ist wichtig, dass vielfältige und vielschichtige Meinungen und Stimmungen gehört und auch geäußert werden. Es darf nicht sein, dass Menschen aus Angst vor Bedrohung, aus Angst vor realer Gewalt darüber nachdenken, aus der Politik auszusteigen, ihre Meinung nicht mehr laut zu äußern oder, wenn wir an die nächste Kommunalwahl denken, vielleicht auch gar nicht mehr den Mut haben, sich aufstellen zu lassen und selber Mitglied im Kreistag oder im Stadtrat zu werden. Einschüchterungsversuche gegen Politikerinnen und Politiker, Bedrohung von ehrenamtlichen Menschen sind ein Angriff auf unsere Demokratie. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist ganz wichtig, dass die Täterinnen und Täter verfolgt, identifiziert und auch bestraft werden. Denn es darf nicht sein, dass diese Einschüchterungsversuche unsere Demokratie bedrohen.